So, hallihallo, konnichiwa. Seit langem mal wieder neues Video von mir. Draußen ist dunkel. Ja, ein bisschen Zimmer-Update, was ich so getan hat in letzter Zeit. Okay. Genau. Also bei meinem Zimmer hat sich so einiges getan. Erstmal reinkommen. So. Wie ihr vielleicht von dem letzten Room-Update oder wie auch immer das Video genannt hatte, wisst, war ja hier mein Computer. Der ist jetzt nicht mehr da, sondern der steht, wie man gerade schon gesehen hat, hier. Hat doch zwei neue Monitore, beide jetzt Full HD, immerhin. Da ist mein kleiner Laptop, der, auf dem die ganzen MyTest-Server laufen, etc. pp. Hier ist mein neuer Computer, den sieht man jetzt gerade nicht so geil. Ich versuche mal ein bisschen Licht zu machen. So, schon besser, ne? Das ist ein irgendwie Be Quiet Base 600, irgendwie so ein Kackgedingsgedöns, so ein neueres Gehäuse. Logisch, weil es ein neuerer Computer ist, jetzt auch Ryzen Technik, also immer noch AMD. Hier einmal der ganze Spaß von hinten. Ich habe jetzt auch nur noch einen Rechner, ne? Also davor hatte ich ja immer einen Rechner zum Arbeiten und den File-Server. Das ist jetzt beides in einem. Der wird auch noch aufgerüstet. Der hat derzeit halt meine beiden 8 TB Festplatten. Da sollen aber später 2x16 TB rein. Genau. Das ist dann so das Planum. Ja, wie gesagt, daran habe ich jetzt zwei neue Bildschirme. Der linke dann zum Aufnehmen. Der rechte dann für Überwachung während der Aufnahme, etc. Also auf dem dann das Aufnahmeprogramm läuft. Ja, was gibt es denn noch? Genau, auf dem Rechner läuft jetzt auch nicht mehr Knoppix wie früher, sondern jetzt KUbuntu. Das hat verschiedene Gründe, die ich später alle noch in einem anderen Video sagen werde. Ansonsten, meine Musikanlage ist weitestgehend geblieben. Da ist immer noch meine beiden Boxen mit dem Verstärker. Da hat sich nichts getan. Der Laptop ist auch immer noch da. Ansonsten habe ich jetzt... So, genau, ja. Da ist ganz viel Kabelsalat. Da habe ich jetzt noch einen kleinen Rechner. So. Für so, ja, DVDs gucken oder sowas alles. Eigentlich nur so für Spielereien, wo ich auch ein Bildschirm dran habe. Genau. Ansonsten ist mittlerweile sehr viel Kabellage bei mir im Zimmer. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze mache. Also nur damit ihr mal seht, was so an Kabellage mittlerweile hier bei mir überall vorhanden ist. Machen wir kurz hier die Tür so. Ups. Das hier ist die Seite, die früher zum linken von meinem Computer war. Ne, wie gesagt, hier war ja mein Computer. Und ja, die Kabellage ist nicht wirklich weniger geworden. Sie ist eher mehr geworden. Aber es ist halt mittlerweile nicht mehr der einzige Spot. Sondern, wie gesagt... Hier unten ist ganz viel Kabellage. Da sind ein paar Netzteile. Da unten sieht man es vielleicht so ein ganz bisschen. Da ist diverse Kabellage. Ja, dann hängt hier noch ein bisschen Kabellage runter. Also, genau. Hier drin ist auch noch ganz viel Kabellage. Also, wenn ich irgendwas genug habe, dann Kabellage. Ja, ansonsten meine beiden alten Rechner, die jetzt den hier abgelöst haben. Also andersrum, die von dem abgelöst wurden, so rum, die stehen halt hier hinter, ne, sieht man, da kann man ganz kurz hier den Karton bisschen wegziehen, warte mal ganz kurz hier, so, ne, das da, der linke war ja mein alter Arbeitsrechner und das mein alter File-Server, hier habe ich noch einen anderen alten Rechner, den ich nie genutzt habe, ansonsten einmal Schwerkraft, ne, meine ganzen Laptops hier, zwei Acer, Aspire, nee, gar nicht. Asus IPC sind das, 1000H. Ich habe auch noch ein 1000HG, der steht dann einmal hier. Sonst habe ich noch ein Asus, nee, weiß gerade gar nicht, was das für einer ist. Müsste, nee, der untere ist von Acer. Ja, genau. Also hat sich ein bisschen was im Raum geändert. Wie gesagt, hauptsächlich... dass jetzt mein Tisch da hinten steht. Sprich also, wenn jetzt die Sonne reinscheint, ich meine, jetzt gerade ist dunkel, ne, jetzt ist sowieso keine Sonne, aber wenn Sonne ist, dass sie halt nicht mehr direkt auf meine Bildschirme knallt, sondern ich jetzt hier ganz schön
auch im Sonnenlicht quasi arbeiten kann, zumal die neuen Bildschirme auch wesentlich heller sind als meine alten. Das heißt, ich erkenne sowieso wesentlich mehr. Genau. Ansonsten hat sich so vom technischen Aspekt, sage ich jetzt mal, nicht allzu viel geändert. Wie gesagt, mein Test läuft nach wie vor immer noch auf dem Laptop. Der macht seinen Job ja relativ gut. Was das Problem ist ja eher das Internet. Und da ist ja bald sowieso kleine Änderung, da wir ja hoffentlich bald mal Glasfaser bekommen. Ja, sonst weiß ich nicht, gibt es noch was zu zeigen? Meine Werkzeugkiste, ein paar Rechner, ein paar Laptops. Eigentlich so viel nicht. Nee. Ja, nee, dann soll es das dazu auch erstmal gewesen sein. Genau. Okay, ja, man sieht sich dann wieder. Ich werde noch ein kleines Video machen, wo ich hier Bildschirmaufnahme mache von dem Rechner, wo ich dann ein bisschen was über den Rechner erklären werde und erzählen werde. Zum einen auch direkt als Testaufnahme, weil bei dem Rechner hat sich auch ein bisschen Setup-technisch was geändert. Einfach aufgrund dessen, dass ich jetzt Ubuntu benutze und nicht mehr Knoppix. Ja, aber da will ich nochmal ein spezielles Video machen, wo ich dann wieder Screen Capturing mache. So, mit Kamera halten sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Genau. Achso, jetzt siehst du, was ich noch zeigen kann. Ne? Kennt man ja hier. Meine schönen Bilder. Alle per Hand ausgedruckt auf A4. Sieht man hier so ganz leicht. Kann man hier so Kanten sehen. Ne? Kann man die Kanten sehen? Also, wenn man so ganz guckt, dann erkennt man hier so Kanten im Bild. Das sind viele kleine A4-Blätter, die ich halt ausgeschnitten und zusammengeklebt habe. Und daraus dann die A2-Blätter geworden sind. Damit ich, wenn ich bei meinem Bildschirm sitze, ich setze mich mal hier hin, sind die Bildschirme genau so eingestellt, dass die Bilder genau drüber gucken. Das heißt, ich kann meine Bildschirme erkennen und die Bilder im Hintergrund. Nice. So muss das sein. Hatsune Miku Everywhere. Ja. Genau. Ja, das soll es gewesen sein. Dann würde ich mal sagen, man sieht sich dann später wieder.